Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Attack on Titan ist endlich in Fortnite drin und wir testen heute 35 krasse Mythen dazu. Wie zum Beispiel, ob man die mythischen Waffen jede Runde am selben Ort finden kann. Und zwar fliegen wir jetzt zum Keller der Jäger und mal schauen, ob die mythische Attack on Titan Kiste hier vorhanden ist. Wow, sie ist da, let's go! Okay, nicht die Waffe, die ich haben wollte, aber wir testen es nochmal, Freunde. Zweite Runde, ich bin so gespannt drauf. Wird da sein und es ist da, ich hab's euch gesagt. 100%iger Spot, Freunde. Freunde, wenn euch das Video gefällt, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da und nicht vergessen, Creator Code Wannabe im Item Shop zu benutzen. Nächster krasser Mythos: Kann man, wenn man einen Ort einnimmt, einfach die mythische Kiste scannen? Kann man durch die Wand sehen, wo sie ist? Okay, ich sehe irgendwie gar nichts. Doch, da ist sie. Let's go. Man kann sie wirklich sehen. Oha, hier ist ja noch eine mythische Waffe. Wenn wir jetzt noch das Gerät drin haben, haben wir es geschafft. Let's go, Freunde. Das ist ein kleiner Cheateroni, ich sag's euch. Angeblich bekommt man keinen Fallschaden, wenn man sich mit dem 3D-Manöverapparat vorher irgendwo festmacht. Wir testen es und... Boom. Man bekommt keinen Fallschaden, das stimmt. Kann man sich mit den Donnerspeeren selbst Schaden zufügen? Wow, es funktioniert. Oha, einfach 70er Schaden. Okay. Kann man mit dem 3D-Manöver angeln? Testen das Ganze und... Oh, oh, was mache ich hier? Gab einen kleinen Fehler. Wartet, ich muss das irgendwie anvisieren oder so. Komm schon. Feuer, let's go, es funktioniert. Wenn ihr mal keine Angel dabei habt, dann swingt euch einfach in die Fische rein. Testen das Ganze nochmal auf Cool Edition und Feuer. Okay, das waren jetzt nicht die geilsten Fische. Und dennoch ist dieser Mythos einfach wahr. Kann man Fallschaden vermeiden, indem man vorher die Donnerspeere einsetzt? Testet das Ganze mal kurz vorher und... Ja, man bekommt keinen Fallschaden. Das kommt jetzt irgendwie ein bisschen überraschend. Wollt ihr mal wieder was richtig Gruseliges sehen? Ich bin hier einfach so rumgelaufen und guck mal, was jetzt passiert ist. Ist da gerade ein Baum zusammengefallen? Ey, was passiert hier? Wisst ihr noch das letzte Mal? War da gerade ein Gegner? Das war ein Bot, oder? Ey, was war das? Ist hier einfach der Baum umgefallen? Ich wusste es immer schon. Wenn ich private Lobby mache, gibt es hier irgendwelche Geister oder so. Geister! Freunde, was war das? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Ich finde es gruselig. Sind die Dirtbikes wieder zurück in Fortnite? Und ja, sie sind wieder zurück. Seit dem letzten Update könnt ihr mit den Dirtbikes endlich wieder in Fortnite rumspringen. Kann man mit dem 3D-Manöverapparat, ey, wir brauchen einen besseren Namen dafür, eine Metallkonstruktion kaputt machen. Jetzt sich einer eingebaut und das funktioniert. Alter, wie stark ist das bitte? Das heißt, man könnte jetzt auch ganz einfach was aus Stein oder Holz kaputt machen. Also Gegner, baut euch nicht mehr ein, sonst kommt einfach Wannabe rein. Und dann gibt's Chitty Chitty Peng Peng. Sind die Donnerspeere in der Lage, Metall kaputt zu machen? Wir haben es ja gerade schon gesehen, dass es mit dem 3D-Apparat geht, aber wie sieht's hier aus? Oha, ich habe oben einfach das Dach weggemacht. Das hat funktioniert. Yo, da ist ein Loch drin. Aber wie sieht's hier vorne aus? Okay, es ist nicht kaputt. Aber ich garantiere euch, wenn ihr dagegen schlagt mit eurer Spitzhacke, dann wird's kaputt gehen. Also ist so drei Viertel gewesen, aber klappt halt nur halb. Kann man die beiden mythischen Attack- und Titan-Waffen miteinander verbinden? Wir benutzen erstmal die Swingeronis hier und dann gehe ich gleich auf die Speere drauf. Und ja, es funktioniert. Jetzt wieder schnell auf die Swingeronis. Oh Gott, ich kann das ewig einsetzen, Leute. Guckt euch das an. Zumindest bis ich nachladen muss. Kann man einen Baum mit einem Schlag kaputt machen? Ich visiere den gerade an und jetzt gibt's Schläge, Junge. Hä? Knapp geprallt. Was war das denn? Zählt das jetzt? Technisch gesehen war das der zweite Versuch. Schreibt's in die Kommentare rein. Kann man sich mit den Swingeronis an Drohnen festmachen? Das geht, glaube ich. Wohin? Yo, ich bin in der Luft und wir machen uns nochmal fest. Ey, das sieht voll komisch aus. Guck mal. Diese Seile sind einfach in der Luft. Aber es funktioniert. Also, wenn ihr mal fliegen wollt, dann macht's besser als ich. Ist es möglich, die kinetische Klinge in Fortnite abzugraden? Es gibt jetzt eine lila und eine blaue Version. Und mal gucken, ob die auf Gold upgradebar ist. Nein. Hä? Wieso geht das nicht? Es gibt doch eine bessere Version. Das ist komisch. Anstelle der Titanen gibt es jetzt einfach diese komischen Holztypen hier. Habt ihr schon mal gegen die gekämpft? Die haben mega viel HP. Und wir werden jetzt mal herausfinden, was passiert, wenn ich einen kille. Hä? Was war das denn gerade? Du bist gar nicht explodiert. Kann das sein? Nimm das hier, Junge. Und... Feuer! Fall ja hier voll ab. Ich sag euch, die haben einfach über 4000 HP. Da muss man sich schon ein bisschen zusammenreißen. Nimm das hier, Titan. Vielleicht kommt der gleich in echt da. Ich habe keine Ahnung. Ich bin aufgeregt. Komm schon. Hä, ist kaputt gegangen. Und ich krieg gar nichts. Das war bestimmt nur eine Wochenaufgabe. Die haben mich reingelegt. Ich hasse Aufgaben machen. Ist es möglich, unendlich lange zu swingen, wenn man sich einfach nur an einem Baum festmacht? Da ist ja so eine komische Anzeige und die ist auf jeden Fall schon mal leer. Ich glaube, wenn ich das jetzt nicht loslasse, könnte ich es schaffen. Ich würde sagen, dieser Mythos ist wahr. Kann man sich mit dem 3D-Manöver an einem Chicken festmachen? In der Vergangenheit ging das ja mit den Spider-Man-Fähigkeiten. Ey, ich habe nicht richtig getroffen. Komm schon, Chicken. Ich will es doch mal probieren. Okay, das sieht irgendwie nicht so aus. Nö, das funktioniert nicht. Kann man mit dem 3D-Manöver ein Chicken angreifen?
Okay, es funktioniert. Hä? Das Hühnchen ist einfach ein Feind gewesen. Was passiert, wenn wir versuchen, in den Rift der Loot Lake Insel reinzugehen? Kann man das anvisieren? Ich glaube, es geht nicht, aber wir können versuchen, hochzubauen. Geh mal ganz nah ran und mal gucken, vielleicht kommen wir in eine andere Welt. Wow, wir sind wirklich weg. Aber es funktioniert wie ein normaler Rift. Geh nochmal nah dran. Vielleicht passiert so irgendwas anderes. Nein, ihr müsst einfach nur ganz nah rankommen und dann könnt ihr das Ganze als Rift benutzen. Wer hätte das gedacht? Wusstet ihr, dass man die mythischen Waffen auch einfach auf dem Boden finden kann? Nein? Dann wisst ihr es auf jeden Fall jetzt. Erinnert ihr euch noch an diese Kiste, die so komisch buggy war? Glaubt, die haben es jetzt behoben. Kann man die normal öffnen? Komm, lass geil Loot drin sein. Nee, ist noch Schmutz drin. Kann man zwei 3D-Manöver auf einmal tragen? Nein, es wird einfach ausgetauscht. Was passiert, wenn wir die Loot Lake Insel einnehmen? Gibt es dann nur noch ein einziges Impulsgewehr? Ich bin sehr gespannt drauf. Jede Sekunde ist es oben, Freunde. Und was passiert? Yo, es gibt nur noch ein Impulsgewehr. Die haben jetzt einfach andere mythische Waffen hier reingelegt. Wie doof ist das denn bitte? Angeblich ist das Impulsgewehr auch schlechter gemacht worden. Wir testen mal eben. Oha, das sollte doch langsamer schießen, oder nicht? Es geht immer noch ab. Ich zeig's euch mal kurz. Und boom, Schiffsbaum. Also, es geht immer noch sehr, sehr schnell. Was passiert, wenn man das 3D-Manöver in Kombination mit einem Trampo einsetzt? Wir springen drauf. Oh, oh. Der Effekt funktioniert nicht. Ich glaube, das sollte man irgendwie nicht machen. Das ist einfach ein Loot. Ist es möglich, mit einem Donnerspeer durch eine Schildbubble zu schießen? Ich habe jetzt hier eine aufgebaut, schieße und es bleibt hängen, oder? Okay, es geht nicht durch. Die Schildbubble blockt es ab. Aber wie sieht das Ganze mit den Swing-A-Ronies aus? Ich komme durch. Okay, die 3D-Bubble kann mich nicht aufhalten. Sag ich 3D-Bubble? Das ist eine ganz normale Bubble. Wow, ist kaputt. Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Habt ihr es auch gesehen? Kann man das Kopfgeld aktivieren, wenn man alleine auf der Insel ist? Nein, es geht nicht. Obwohl hier irgendjemand ist. Funktioniert der Midas-Touch bei den neuen mythischen Waffen? Ihr wisst es ja vielleicht, wenn Midas Sachen anpackt, verwandelt er die eigentlich in Gold. Aber das sieht irgendwie nicht so aus. Klappt's hier? Das ist grau. Ey, das ist nicht mal verwandelt, wenn er es anhat. Nein, es geht nicht. Die sind immun dagegen. Normalerweise verwandelt er ja jede Waffe einfach direkt in Gold. Ich zeig's euch mal kurz. Hier ist eine Waffe. Ich pick die auf. Wähl sie aus und zack, sie ist einfach vergoldet. Aber das Ganze gilt anscheinend nicht für Attack- und Titan-Waffen. Ist es möglich, mit den 3D-Manövern direkt einen Bot auszuschalten? Also in einem Rutsch hier? Wow, das ist so OP. Guck mal, der hat gar keine Chance. Der weiß gar nicht, was er machen soll. Oh, das war knapp. Wir haben ihn leider nicht ganz ausgeschaltet. Ich glaube, ich habe ihn einmal nicht getroffen. Aber wir cheaten jetzt einfach ein bisschen und setzen noch einen Donnerspeer ein. Du triffst mich eh nicht. Das ist für dich, Junge. Oder ist direkt tot. Alter. Also stark sind die auf jeden Fall. Und ich glaube, wenn ihr euch konzentriert, könnt ihr es auch schaffen. Kann man die kinetische Klinge in Kombination mit den Swing-A-Ronies einsetzen? Wir testen das jetzt mal. Komm schon. Funktioniert. Oh, es geht. Oh mein Gott, ich bin noch gar nicht in Mega City geswingt. Guck mal, wie geil das bitte ist. Ich krieg gerade voll die Spider-Man-Vibes hier. Das ist ja mega geil. Kann man eigentlich den Drachen fertig machen? Ey, kann man den Drachen angreifen, Freunde? Wir testen es live. Ey, ich kann ihn wirklich angreifen. Guckt euch das an. Aber ihr kriegt keinen Schaden. Schade. Komm schon, geh drauf. Wie damals. Bei der Statue. Ist es möglich, die Swing-A-Ronies auf einem Motorrad einzusetzen? Wir machen das Ganze natürlich nicht als Fahrer, sondern gleich als Beifahrer. Ich switch jetzt gleich einmal. Wäre so geil, wenn man das einsetzen könnte. Nein, kann das jetzt nicht tun. Wir hätten einfach mit dem Motorrad swingen können. Vielleicht kommt das ja irgendwann mal. Was genau passiert eigentlich gerade mit Fortnite, Freunde? Habt ihr es vielleicht mitbekommen? Es gibt immer mehr Risse auf der Fortnite-Karte. Sind das etwa Titanen gewesen, die hier langgelaufen sind? Ist das ein Erdbeben? Wird bald ein Vulkan ausbrechen? Was meint ihr, Freunde? Schreibt es mal in die Kommentare rein. Vielleicht hat es ja auch einer von euch gesehen oder so. Ist es möglich, mit dem Donnerspeer zu angeln? Ich setze gerade mal die kinetische Klinge ein und von hier oben jetzt den Donnerspeer. Komm schon. Ja, es funktioniert genauso. Wie geil. Letzter Mythos für heute, Freunde. Ich habe im letzten Update-Video zu Attack on Titan gesagt, dass es kein Map-Update gegeben hat. Aber das Ganze war gelogen. Denn es gibt einfach diese Rutschen jetzt mittlerweile auch in Slappy Shores. Meint ihr, der Ort wird sich demnächst ändern und wird irgendwie auch richtig zukunftsmäßig? Schreibt eure Meinung dazu gerne mal in die Kommentare rein. Das soll es vom Video gewesen sein. Tintenfischkopf ist jetzt auch platt. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und auf jeden Fall Creator Code WannabeMyTimeShop nicht vergessen.